Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in PES 20. Ihr seht es hier gerade noch im Hintergrund. Ter Stegen und Kimmich gehen ordentlich ab, denn wir haben ja in der letzten Folge die WM gewonnen. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. War eine echt nette Geschichte. Und ja, Leroy Sané hat sich im Endspiel gegen Frankreich leider ein wenig verletzt. Das soll uns aber erstmal nicht stören, denn in dieser Folge geht es in die Transferphase rein und in das Vorbereitungsturnier. Und mal gucken, vielleicht spielen wir auch schon das erste Spiel. Wir haben einen Doppelspieltag gegen RB. Das ist interessant. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was auf uns zukommt. Zunächst aber in Sachen, wer ist Spieler der Saison? Dort gibt es jetzt ja die Auflösung. Und zwar konnte ich ja leider nicht mehr die Abstimmfunktion benutzen, weil YouTube die ja rausgenommen hat. Warum auch immer. Also da verstehe ich die nun wirklich überhaupt nicht. Deshalb über die Kommentare, und klar, über Kommentare kommt immer weniger Feedback als über eine Abstimmung. Und deshalb sind es auch leider nur zwei Kommentare, die das Ganze jetzt entscheiden werden. Für mich war es ja Serge Gnabry, aber dazu kommen wir gleich. So, wir gucken als erstes auf den ersten Kommentar von CakeMac. Für mich war Boadu und Bernardo Silva die besten Spieler der Saison. Also, ja, Boadu und Bernardo Silva, Vorschläge von CakeMac. Machen wir weiter mit Max. Und der sagt, Spieler der Saison ist Gnabry oder Boadu, würde ich sagen. Und da haben wir zweimal Boadu und zweimal Gnabry sozusagen, weil ich einmal Gnabry sage und ja, und Max einmal Gnabry sagt, aber zweimal Boadu der Zuschauer. Und dann habe ich das jetzt so gemacht, ich habe mir nochmal die Statistiken von den beiden angeguckt und habe den Score-Punkt-Wert mir ausgerechnet, also wie viele Scorer sie pro Spiel gemacht haben, und da sind es bei Boadu 0,7 und bei Gnabry 0,63, und deshalb werden wir in dieser Saison Miron Boadu zu unserem Spieler der Saison ernennen, und somit kommt er in die Reihe von Müller und Alaba, die diesen Titel ja bereits einmal sich erarbeitet haben. Und das ist der erste Schritt, den wir machen, also Boadu Spieler der Saison. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein in Sachen Transfers. Wir haben ja über die letzte Saison eine Menge Transfervorschläge uns erarbeitet, Optionen uns erarbeitet und einige Dinge ja auch schon fix gemacht. Beispielsweise den Transfer von Kouassi, der mittlerweile bei uns im Verein angekommen ist und eine sehr gute Option für die nächsten Jahre auf der Innenverteidigerposition sein wird. Deshalb kann der schon mal von der Liste runter. Er ist bereits angekommen bei uns und somit können wir die Innenverteidigerposition für diese Saison definitiv abhaken, denn dort sind wir bombengut besetzt. Ebenso sieht es aus auf der Rechtsverteidigerposition. Mit Kimmich, Pavard und Dumfries sind wir da so gut besetzt wie lange nicht mehr. Zum Mittelfeld. Mascarell, mittlerweile überhaupt keine Option mehr. Ein Thuram Olien, den finde ich nach wie vor sehr interessant. Haben wir ein Angebot, was wir sofort annehmen können, werden wir uns offen halten. Marc Rocca aktuell keine Option, ebenso wenig wie Rodri. Und das hier ist ein Talent, was ich mal raufgepackt habe. Denn ich möchte, um ehrlich zu sein, einen Brasilianer haben. Ich möchte einen brasilianischen Spieler bei uns im Team, einen Edeltechniker, der nach vorne einiges kann. Und das wäre dieser Moisés. Ich weiß gar nicht, ob das ein echter Spieler ist. Ich vermute nicht. Ich denke, es ist ein generierter oder ein, ja, fiktiver Spieler, und der bleibt auf der Liste 16 Jahre, 69er Bewertung, das ist nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch weitere im Zentrum, und hier kommt Aua, wo ihr euch damals noch über die Abstimmung entschieden habt, den wollen wir holen. Und bei dem gibt es jetzt folgende Sache, und zwar, wenn wir gucken bei der Transferliste, man kann hier ja nach Transferliste scouten und dann den Buchstaben A hinzufügen und dann nach Gesamtrating, dann seht ihr schon, dann kommt hier gleich Aua, da ist er auch, und er ist auf der Transferliste. Dennoch müssen wir unfassbar viel Geld für ihn bezahlen, weil einerseits der Verein ihn nicht an uns abgeben möchte und andererseits er nicht davon überzeugt ist, dass er genug bei uns spielt. Das seht ihr ja, er ist nicht überzeugt, dass seine Rolle bei uns im Verein zu ihm passt. Und das bedeutet, er wird sehr wahrscheinlich nicht zu uns wechseln. Und deshalb werden wir auch kein Angebot machen. Es würde sich nicht lohnen. Wir müssen darauf warten, dass ein Scout ihn scoutet. Und wir haben ja nach wie vor einen Scout, der ihn sucht sozusagen hier in Frankreich ZM Entwicklungsphase. Also da müssen wir leider noch etwas abwarten. Aber wir halten uns das im Hinterkopf. Oua ist eine definitiv realistische Option für einen Transfer.
So, machen wir weiter. Das ist das Zentrum, das ist soweit abgehakt. Dann Ceballos noch und Saúl, auch das sind Optionen. Saúl haben wir auch ein Angebot, was wir sofort annehmen könnten. Aber bin jetzt nicht zu 100% überzeugt von dem Deal. Machen wir weiter. Asensio. Ich habe gesagt, einer meiner Lieblingsspieler und wir scouten ihn auch. Wenn wir den Scout bekommen, holen wir ihn. Das ist für mich, das möchte ich so gerne haben. Und deshalb werden wir da so verfahren wie auch bei Aura. Im ZOM sind wir sehr gut besetzt aktuell mit Müller und Bernardo Silva. Dennoch, ja, es wäre ein Traum für mich, James zurückzuholen. Ich mag diesen Spieler so sehr, das ist echt krass. Also wenn wir ihn für 57 Millionen bekommen würden und er einen realistischen Vertrag so unterzeichnen würde, dann würde ich das sehr, sehr gerne annehmen. Einfach weil es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, ihn zu verpflichten. Lucas Paqueta wäre eben so ein Brasilianer, den man holen könnte. Aber ja, wenn wir einen James holen, und eigentlich will ich auf der 10er Position, wenn nur James holen, weil der kann überall spielen, was ich sehr, sehr interessant finde. Franck Ribéry, Jugendspieler bei uns, könnte auch irgendwann mal hochgezogen werden. Hudson Odoi, Bamba, Bergwijn, TT, Douglas Costa, alles keine Option. David Neres, der hat, glaube ich, in der Champions League war es komplett rasiert, hat die meisten Tore dort erzielt. Und ja, somit ist er auf jeden Fall eine Option, falls sich da irgendwas ergibt. Ich glaube, seine Freigabesumme ist wirklich hoch. Ja, so sieht es aus. Deshalb wird es da auch mal wieder schwer sein, ihn zu verpflichten. Deshalb bleibt er auf der Liste und auf der Stürmerposition. Da brauchen wir definitiv keine Transfers. Dort müssen wir nämlich eher einen Spieler abgeben oder verleihen. Und das wird wahrscheinlich Jan-Fiete Arp sein, denn Zirkzee gefällt mir einfach zu gut. Wir lassen das hier uns offen, falls wir ihn doch noch verleihen müssen in Richtung Southampton, dann machen wir das. Dort war er ja schon einmal, aber ansonsten wird Arp eher verliehen. So, machen wir weiter mit Stenks. Wie gesagt, entscheidende Saison für ihn. Sein Vertrag läuft bis 24. Nächste Saison hätten wir also nur noch ein Jahr Vertrag mit ihm und das wäre der spätestens der Zeitpunkt, ihn zu verkaufen. Und deshalb ist das hier die entscheidende Saison für Stenks. Außerdem gab es auch noch ein paar beunruhigende Kommentare von CakeMax sozusagen, dass der Vertrag von Neuer dieses Jahr bereits auslief und er somit seine Karriere beendet. Kann ich sagen, nein, stimmt nicht. Wir hatten ihn einmal verlängert, weiß ich noch. Und er läuft bis 23, aber da müssen wir auch irgendwann nochmal verlängern. So, und dann kommen wir zu einem weiteren Leihspieler, der zurückgekommen ist. Und zwar Mika Cuisance. Und ihr seht es, wir haben nominell nur 4 ZMs. Und dann kommt noch Bernardo Silva dazu, das sind 5. Das ist nicht viel. Und das hatte auch schon mal ein paar Probleme gemacht. Aber dann kommt ein Alaba dazu, der das spielen kann. Das ist halt wirklich die Variabilität bei uns im Team. Die macht es halt aus. Dadurch können wir uns das leisten, nur mit diesen Spielern in die Saison zu gehen. Und ich möchte Cuisance eine Chance geben. Ich möchte ihm diese Saison die Chance geben, sich zu zeigen. Werden wir ihm den Vertrag verlängern. Und dann soll er ja eben seine Chance bekommen. Und wir werden sehen, was dann passiert. Ein weiterer Spieler, der uns wieder auf Leihbasis verlassen wird, ist der 22-jährige Lars Lucas May. Mit Kouassi wird er keine Chance auf Einsätze bekommen. Das ist sicher und somit ist der Kaderplan soweit fertig. Bis auf den Fakt, dass auch Früchte, dessen Vertrag wir während der WM verlängert haben, auch verliehen werden soll. Und jetzt gibt es noch einige Verträge zu verlängern, aber das im Schnelldurchgang. Also, es sind einige Angebote rausgegangen für Kabak, Kamavinga, Nübel, Müller, für Neuer nicht, denn der scheint tatsächlich jetzt mit 36 Jahren seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern wollen und dann im Alter von 37 seine Karriere zu beenden. Denn ich kann seinen Vertrag nicht mehr verlängern, es geht nur ein Jahr, 2 Jahre können wir nicht machen. Sie können diesem Spieler keinen Vertrag über 2 Jahre anbieten, das heißt, er wird es definitiv ablehnen, egal was ich mache. Und somit wird er wahrscheinlich uns nach dieser Saison verlassen. Leroy Sané dagegen kriegt einen, wenn er das annimmt, ein mega Gehalt, also wirklich ganz krank, fast 300.000, dafür aber 5-Jahres-Vertrag, also das wäre ein super Ding und Cuisance, der soll auch nochmal verlängern. Für uns ging es nun ein Tag oder 4 Tage nach vorne und hier seht ihr ihn, Miron Boadu, der ja tatsächlich Spieler der Saison am Ende jetzt wurde. In unserer 3. Saison ist er fast von Beginn an dabei, damals in Saison 1 kam er im Winter als Ersatz für Robert Lewandowski und ist eingeschlagen wie eine Bombe, eine absolute Legende dieser Karriere. Und ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, dass er Spieler der Saison geworden ist. Vielleicht wird er in dieser Saison etwas für Serge Gnabry.
Und der BVB holt sich einfach mal Thibaut Courtois von Real Madrid. Also Dortmund will in dieser Saison anscheinend so richtig angreifen. Absoluter Megatransfer in der Bundesliga. Bei uns gibt es erstmal Mega-Verlängerung für Cuisance. Für Sané nicht. Was ist sein Problem? Die Verhandlungen über seine Vertragsverlängerung sind gescheitert. Wahrscheinlich weckt er seine Option ab. Entschließt sich eines Transfers zu einem anderen Verein. Einschließlich eines Transfers zu einem anderen Verein, so heißt es. Also Sané tatsächlich noch nicht sicher, ob er gehen wird. Aber klar ist, 176 Millionen, die Freigabesumme muss erstmal ein Verein bezahlen können. Also ich glaube, so schnell wird er uns nicht verlassen. Aber wir haben Probleme mit seinem Vertrag. Er läuft in einem Jahr aus, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Und er nach wie vor nicht verlängern möchte, dann sind wir gezwungen, ihn zu verkaufen, weil ein Spieler wie Leroy Sané kann man nicht ablösefrei ziehen lassen. Bei Müller sieht es dagegen viel besser aus. Er liebt den Verein. Die Neuverhandlungen sollten also reibungslos verlaufen. Und somit heißt es für Müller ein weiteres Jahr Bayern. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Unser Topscorer aus allen drei Saisons wird also für ein weiteres Jahr unterschreiben. Ebenfalls nicht gut sieht es tatsächlich bei Nübel aus. Und bei ihm haben wir die gleiche Voraussetzung, dass auch er in diesem Jahr sich entscheiden muss. Und jetzt haben wir hier ein Gegenangebot, glaube ich, von Kamavinga. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Das wird natürlich angenommen. Kassiert sogar weniger Gehalt. Und noch abschließend Ozan Kabak. Auch der verdient deutlich weniger nun. Aber damit hat er 2 Jahre mehr und ist sehr zufrieden. Also wir haben noch Probleme bei Nübel, Sané und Neuer natürlich, weil der uns vielleicht seine Karriere beenden wird. Und das gilt es in dieser Transferphase zu klären, was da passiert, weil Nübel ist ja eigentlich der eingeplante Backup oder der Nachfolger für Manuel Neuer. In Sachen Verhandlungen hingegen bin ich sehr zufrieden, was hier gerade abgeht. Und zwar James Rodriguez und ich sag's wie es ist, mein Herz schlägt für James, ich möchte ihn haben. Es ist nicht der realistische Transfer, weil er in dem Interview vor einigen Wochen erzählt hat, dass er damals sich gegen einen Verbleib in München entschieden hat und deshalb Bayern die Freigabesumme nicht gezogen hat. Aber vielleicht ändert sich das ja mit dem Alter. Möchte er vielleicht nochmal umziehen? Bei Madrid ist er ja definitiv kein Stammspieler und ich freue mich unfassbar auf James und somit wird er jetzt verpflichtet. James Rodriguez wechselt für knapp 60 Millionen zu den Bayern und ist somit unser absoluter Top-Transfer wahrscheinlich in dieser Saison und vielleicht auch schon der passende Nachfolger für Leroy Sané, aber meine erste Intention ist natürlich Leroy Sané zu halten und wir gucken jetzt mal, was so die nächsten Tage passiert und wir freuen uns auf den Beitritt von James Rodriguez. Ja, und natürlich gibt es mal wieder für James keine Sequenz. Hier seht ihr ihn aber, James Rodriguez im Bayern-Trikot. Mich freut es extrem. Hier nochmal ein Bild. Ich freue mich auf James. Ich freue mich wirklich auf ihn. Er wird uns nochmal offensiv variabler gestalten. Und Sané ist erstmal zufrieden. Er ist froh, dass er zurück ist. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Und wir starten jetzt ja auch so langsam rein ins Vorbereitungsturnier. Jetzt gilt es erstmal, James willkommen zu heißen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den jungen Mann. Oder so jung ist er ja nicht mehr. Aber er bringt Erfahrung auch mit. Das brauchen wir im Mittelfeld noch so ein bisschen. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr auf ihn. Und wir gucken jetzt erstmal, welche Rückennummer er bekommen wird. Ich habe mich jetzt für die Nummer 23 entschieden. Klar, seine Lieblingsnummer ist die Nummer 10. Die Nummer 11 ist auch ganz okay. Die hatte er früher schon bei Bayern. Aber die sind eben beide aktuell besetzt. Und ich bin kein Fan davon, oft die Nummern zu wechseln. Deshalb bleiben wir erstmal dabei. QRC kriegt übrigens die Nummer 15. Auch das finde ich in Ordnung. Und somit finde ich, sind wir gut aufgestellt, was auch die Nummern angeht. Und QRC habe ich hier, jetzt bin ich lost. Also QRC 15 und Cuisance, die 35. Ja, ich glaube, somit passt das von den Nummern her und wir können reinstarten ins erste Testspiel gegen Man City. So sieht die Mannschaft aus fürs erste Testspiel. Mal gucken, James kriegt gleich mal sein Comeback sozusagen. Klar, linkes Mittelfeld ist nicht seine Hauptposition, also keine Sorge. Ich sehe ihn eher auf der 10er Position, die hier ja aber eher selten bei uns besetzt ist. Bernardo Silva wird klar weiterhin im ZM spielen. Und deshalb wird es wahrscheinlich vom Kader her passen. Wir gehen rein gegen City. Was wird es? Eine Niederlage 4:1. Das ist ein hartes Stück.
Wir starten also nicht sonderlich gut rein, aber das hat ja noch gar nichts zu bedeuten. Nebenbei verlängern wir natürlich unseren Vertrag als deutscher Nationaltrainer. Nach dem WM-Titel wollen wir natürlich gerne noch die EM gewinnen. Und ihr seht es jetzt hier gerade im Hintergrund, Max Meyer, die Weltklasse, wechselt tatsächlich zu Leverkusen. Kingsley Coman bleibt, Borussia Dortmund, ja, es gibt ja weitere Gerüchte. Gut eingelebt, James ist sehr zufrieden, das sieht gut aus soweit. Und Arsenal wäre sogar eine realistische Option, wenn die ein Angebot raushauen, wäre ich sehr bereit, mir das Ganze genauer anzuhören. Gleich der nächste Transfer von Dortmund, Bruno Henrique, den kennt man ja von Wolfsburg, wechselt jetzt auch zu Dortmund. Da würde mich jetzt mal kurz interessieren, ist das der Region oder ist das dann doch der richtige, also der normale Spieler? Sehen wir den hier auf die Schnelle? Nee, sonst muss ich den... Doch, hier sehen wir ihn. Nee, es ist tatsächlich der 32-Jährige, also eine Menge Erfahrung für Dortmund, ein 30-jähriger Torwart und ein 32-jähriger Flügelspieler. Nächstes Testspiel gegen Barcelona, wo immer noch Messi natürlich im Sturm steht. Und das ist eine richtig gute Mannschaft von Barca. Wir haben auch eine richtig gute Mannschaft und gehen jetzt rein gegen Barcelona. Was wird es am Ende? Wieder eine Niederlage? Nein, ein 0:0. Wir steigern uns so ganz, ganz langsam. Wir gehen jetzt dann noch rein ins letzte Spiel der Vorbereitung. Das ist das Team. Kapitän wird David Alaba. Und ja, gegen PSG, gegen Thomas Tuchel. Mal gucken, was das nochmal wird zum Abschluss. Es wird ein 1:0 Sieg, also am Ende ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Damit kann man leben und somit können wir in der nächsten Folge sehr gut reinstarten gegen den in den Supercup gegen Leipzig. Jetzt gibt es nochmal ein Feedback von den Co-Trainern zu Camavinga, aber das interessiert mich nicht, denn desolater Auftritt von Camavinga schürt Zweifel an Startelffähigkeit. Alles klar, Unterstall zurück zu Schalke. Junge, was ist das für eine Transferphase? Jetzt kommt auch noch... Alter, Unterstall zurück zu Schalke. Also das sind wirklich Geschichten, die schreibt wirklich manchmal nur PES. Und das ist irgendwie auch geil. Scouting-Bericht, was gibt es? Einen Innenverteidiger. Das ist eher weniger interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Joe Gomez ist ein super Typ, aber keine Option bei uns, denn wir brauchen absolut keinen Innenverteidiger. Und jetzt ist es da, das Angebot für Kingsley Coman von Arsenal. Und das wird uns bis in die nächste Folge begleiten. Denn wir sind jetzt angekommen am Supercup und ich werde einmal verhandeln. Ich möchte für Kingsley Coman 80 Millionen. 80 Millionen und ich bin dabei. 79, komm, 79. Ich wäre sofort dabei, es wäre ein super Deal für alle Seiten. Kingsley Coman würde endlich Stammspieler sein. Wir hätten die Option, mehr Spielzeit für unsere anderen Spieler, für Gnabry, für einen Stengs, für einen Sané, für einen James oder auch für einen Bernardo Silva, der auf die Flügel gehen kann. Das wäre für uns der Vorteil. Außerdem kriegen wir natürlich noch ein bisschen Kohle und Arsenal kriegt einen Megaspieler für, ja, viel Geld, aber nicht überteuert. So kann man das definitiv ausdrücken. Außerdem, Coman wechselt nicht in die Bundesliga, nicht zu irgendwie Dortmund oder RB, wenn es noch schlimmer kommt. Deshalb wäre ich damit sehr zufrieden, wenn Kingsley Coman uns Richtung Premier League, Richtung London, Richtung Arsenal verlassen würde. Und ihr seid natürlich gefragt, sollen wir das machen, wenn ihr jetzt alles schreibt, nein, verkauf niemals Coman, dann werde ich das natürlich so machen, aber... Ich glaube, dass es der richtige Schritt für alle Parteien ist und somit wird Kingsley Coman uns wahrscheinlich in Richtung London verlassen. Alles aber noch nicht fix und somit würde ich sagen, ja, ihr habt die Chance noch das zu verhindern oder irgendwas anderes dazu zu schreiben. Wir werden in der nächsten Folge gegen Ramsey, wollte ich gerade sagen, natürlich gegen RB spielen. Und Ramsey wird anscheinend von Inter verpflichtet, okay. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung zu den ganzen Sachen. Ihr könnt auch weitere Transfervorschläge reinschreiben, auch wenn ich glaube, dass wir nicht mehr viel transferieren werden in dieser Saison, denn unser Team ist sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder bei der Bayern-Karriere und morgen bei der Juve-Karriere. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.